Und die, die wirklich die Genies aller Zeiten waren, die wirklich Herausragendes geleistet haben, die wussten, dass Zahlen und Buchstaben, Wörter, alles Energie, alles Schwingung ist. Und wenn du die Zahlen verstehst, dann verstehst du das gesamte Universum, weil Zahlen ist nichts anderes wie das Übersetzungsprogramm des Universums. Jetzt ist die Frage, was bedeuten denn die einzelnen Zahlen und wie kannst du diese zu deinem Vorteil in deinem Alltag anwenden? In unserer heutigen Session geht es um die Wahrheit, und zwar die Wahrheit deines Lebens. Und es gibt einige wenige Menschen auf diesem Erdball, die meisten von euch kennen, die sogenannten Weltstars, von denen wir in den Geschichtsbüchern lesen, deren Gemälde wir in Museen betrachten, dessen Bücher wir zu Hause teilweise haben, dessen Musikstücke wir als Kompositionen immer noch auf YouTube oder daheim genießen. Und das sind die sogenannten prominenten, herausragenden Persönlichkeiten aus der Weltgeschichte, die aktuell leben oder zuvor gelebt haben. Wusstest du, dass es da draußen wahnsinnig viele Menschen gibt, die sich mit metaphysischen Dingen auseinandergesetzt haben? Maxim, was sind metaphysische Dinge? Metaphysische Sachen sind Informationsquellen oder ist es ein Wissen, was nur einigen wenigen Auserwählten zugänglich war. Und diese Menschen, die dieses Wissen in ihrem Leben zu ihrem Vorteil angewandt hatten, damit massive Durchbrüche hatten, im Vergleich zu all denjenigen, die im Außen diesen klassischen Weg gehen. Du wirst geboren, du bekommst einen Nachnamen, Geburtsdatum ist bei deiner Geburt fix. Und dann kriegst du eine Nationalität, du kriegst einen Personalausweis und das ganze Zeug. Und viele Menschen stellen sich niemals die Frage, wer sind sie denn eigentlich, sondern was ist der möglichst beste, sicherste oder der von den Eltern sehr oft vorgezeichnete Weg? Und dann gehen sehr, sehr viele Menschen diesen vorgezeichneten Weg. Das Problem ist allerdings, je älter wir werden, desto mehr spüren wir im Außen, dass im Außen irgendetwas ist, was nicht unserem Naturell entspricht. Aber meistens sind wir dann so viel älter geworden, dass wir dann nicht mehr den Mut haben, irgendetwas zu verändern. Und dann spielen wir dieses faule Spiel bis zu unserem Lebensende. Deswegen gibt es auch diesen einen Satz, die meisten Menschen sind irgendwann dann mit 25, mit 30 gestorben und mit 80, 90 beerdigt. Und ich glaube, da ist sehr, sehr viel dran. Und ich glaube, die meisten Menschen, die diese faulen Kompromisse im Außen tun und machen, sind keine bösen oder unbewussten Menschen, sondern es sind die Menschen, die sich noch nie die Frage gestellt haben, hey, wer bin ich oder wer bin ich denn wirklich? Und diejenigen, die sich in die Weltgeschichte eingegangen sind, das waren diejenigen, die sich tatsächlich damit auseinandergesetzt haben, wer bin ich, was kann ich, was will ich und wie schaffe ich den Weg, den ich wirklich liebe, voller Entschlossenheit zu gehen. Und dann passiert meistens etwas Herausragendes. So, und gleich zu Beginn habe ich ein paar faszinierende Menschen aus der Weltgeschichte dir natürlich als lebende Beispiele mitgebracht. Einer von denen, ein Mann namens Nikola Tesla, über den Albert Einstein vor über 100 Jahren auf die Frage eines Reporters diese Antwort gab. Der Reporter fragte, Mr. Einstein, wie ist es so, der klügste Mensch der Welt zu sein? Dann sagte er, keine Ahnung, fragen Sie Nikola Tesla. Und Einstein war ein großer Befürworter und Bewunderer von diesem Tesla. Und wenn wir uns das Leben von diesem anderen Genius Nikola Tesla anschauen, so war er fasziniert und zutiefst davon überzeugt, dass sein Gehirn nur ein Empfänger ist, aus dem er Wissen, Informationen und Weisheit aus dem Universum erhalten hatte. Er sagte, ich weiß nicht, wo diese Quelle ist, aber ich weiß, dass diese Quelle existiert. Und Nikola Tesla, der an solche faszinierende Phänomene glaubte, also er war zutiefst davon überzeugt, dass die Zahl 3, 6 und 9 große, große Wahrheit beinhaltet und dass das ganze Universum mit diesen drei Zahlen einfach zu erklären ist. Tesla sagte irgendwann mal, würdest du um die Großartigkeit der Zahlen 3, 6 und 9 wissen, hättest du den Schlüssel zum Universum in deinen Händen. Und so lebte beispielsweise Tesla immer nur in Hotelzimmern, die sich durch die Zahl 3 teilen ließen. Er, bevor er in ein Gebäude reinging, wenn er ein Meeting, ein Treffen irgendwo hatte, umkreiste er das Gebäude dreimal, um das Gebäude energetisch zu reinigen und entsprechend seine Schwingung aufzuladen, sodass er sich darin besser zurechtfand. Er benutzte auch 18 Stoffservietten vor jeder Mahlzeit. Das wussten schon die Angestellten, die Restaurantbesitzer, dass das der verrückte Kreative wiederkommt, weil der zutiefst davon überzeugt war, dass Zahlen und Buchstaben,
Wörter, alles Energie, alles Schwingung ist. Und wenn du die Zahlen verstehst, dann verstehst du das gesamte Universum, weil Zahlen ist nichts anderes wie das Übersetzungsprogramm des Universums. Und Tesla sagte irgendwann mal, der Tag, an dem die moderne Wissenschaft beginnt, nicht physikalische, also metaphysische Phänomene zu studieren, werden sie in einem einzigen Jahrzehnt, also in 10 Jahren, einen größeren Fortschritt vorzuweisen haben, als in den gesammelten, vorangegangenen Jahrhunderten zuvor, sagte einer der klügsten Menschen aller Zeiten. Albert Einstein, hatte ich vorhin schon zitiert, hat sich sein Leben lang mit Relativitätstheorie, mit den Mysterien des Universums auseinandergesetzt und dann irgendwann, relativ am Ende seines Lebens, schrieb er diesen Satz runter: Meine Forschungen haben ergeben, dass hinter all der Welt, mit der wir uns tagtäglich befassen, ein großer Orchesterdirigent sein muss, der alles lenkt und der unser Gutes will. Und das heißt wiederum, dass wenn wir das Geheimnis der Zahlen verstehen, dann offenbart sich uns tagtäglich das Universum. Egal, ob du auf die Uhr gerade schaust und da ist 13.13 Uhr oder du bekommst einen Quittungsbeleg und dann steht irgendwie 23,45 Euro, also 2, 3, 4, 5, dann sind es alles Botschaften, dann sind es alles Zeichen. Oder aber du hast eine neue Mobilfunknummer oder du entscheidest dich idealerweise bewusst für eine Nummer. Manchmal hast du ja 2, 3, 4, 5 Alternativen, weil du spürst, ist es deine Frequenz oder nicht. Ja, und viele Menschen, die dieses Universum entschlüsselt haben, arbeiten tagtäglich mit diesen Soul Codes, ja, mit diesen Seelencodes. Zum Beispiel einer der ganz großen Anführer aller Zeiten und Heerführer war Napoleon Bonaparte. Und Napoleon Bonaparte interessierte sich schon seit seiner frühesten Jugend für die Numerologie und hatte Glückszahlen. Eine davon zum Beispiel war die 18 oder die 9. Und viele seiner Schlachten, die er geführt hat, die hat er bewusst an dem 9. Tag angefangen. Wichtige Ereignisse in seinem Leben hat Napoleon Bonaparte immer zum Tag geplant, entsprechend seine Numerologie, seinen wichtigsten Zahlen, weil er irgendwann einen Berater hatte, der ihm schon relativ früh beraten hatte, einen Numerologe, seinen Namen von Napoleon di Bonaparte abzukürzen in Napoleon Bonaparte und damit ist er dann in die Weltgeschichte tatsächlich eingegangen. Faszinierende Anekdote aus meinem eigenen Leben. Als ich nach Deutschland kam, war ich damals 12 Jahre jung und mein Name, als ich lebte, geboren in Sibirien, aufgewachsen in der Ukraine, heute gehört es zu Russland, Halbinsel Krim. Und als ich dann nach Deutschland kam, weil meine Mom ein zweites Mal geheiratet hat, hat ihren Mann Österreicher kennengelernt und dann musste ich nach Berlin, ich wollte gar nicht mit ihr, weil meine Eltern geschieden waren. Und ich weiß, dieses ukrainische Konsulat hat mir einen anderen Namen verpasst, als ich den heute hatte und den fand ich immer schrecklich. Maxim war beispielsweise geschrieben worden, M-A-K-S-Y-M. Ja, und auch Mankiewicz war mit Y. Und ich fand es immer so, da hat mein Gehirn jedes Mal eine Grätsche bekommen, wenn ich meinen eigenen Namen gesehen habe. Und als ich dann irgendwann deutscher Staatsbürger wurde und mein Abitur und Studium beendet hatte, durfte ich dann deutsche Staatsbürgerschaft annehmen, kriegst du ja nicht frei Haus geschenkt. Dann durfte ich meinen Namen ein wenig anpassen und das ist die Version, die du heute kennst. Und ob du es glaubst oder nicht, aber wenn ich meinen Quersumme von meinen einzelnen Buchstaben, also jeder Buchstabe hat eine Zahl, ja, also MA, zum Beispiel A steht für 1, B für 2 und so weiter, dann hatte ich vorher eine andere Quersumme, das war die 6. Und als ich meine Namensanpassung hatte zu dem heutigen Namen, wie du den heute kennst, Maxim Mankiewicz, dann bekam ich eine ganz, ganz andere Schwingung und das ist die 11. Ja, und ich wusste zu diesem Zeitpunkt nur ganz lose ein bisschen was von diesen numerologischen Dingen. Ob du glaubst oder nicht, mein Stiefvater fuhr mit mir damals jeden Sommer, der hat ein altes Boot und jedes Mal, wenn wir in den Hafen waren, wo wir dort auf dem Boot waren, hatten mich die Menschen immer wieder zwischendurch nicht gesehen gehabt und die kannten mich schon bestimmt 8, 9, 10 Jahre. Und dann ist wieder ein Jahr vergangen und wieder zum Sommer bin ich dann nach Berlin und dann sind wir mit meinem Stiefvater zum Angeln und Schwimmen im Süden von Berlin, da in diesem Hafen. Und zwischendurch hatte ich diese Namensänderung und es war nicht ein Mensch an diesem Bootshafen, sondern es waren 3, 4, die zu mir kamen und haben gesagt, Maxim, irgendwie ist deine Persönlichkeit heute eine ganz andere. Die sagten nicht irgendwie nicht unangenehm, sondern einfach anders. Ja. Und dann habe ich dann immer mehr mich damit auseinandergesetzt und festgestellt, naja klar,
die 11 hat eine andere Frequenz als die 6. Ja? Und das heißt, all das, was damals, und damals war ich schon so um die 25 Jahre jung und studierte damals noch BWL, dass ich plötzlich bemerkt habe, dass meine Interessen, meine Neigungen, meine Lernfelder, meine Persönlichkeit, alles begann sich zu transformieren, einfach nur, weil meine Namensanpassung in eine neue Frequenz, in eine neue Schwingung reinging. Und das wusste ich zu dem Zeitpunkt aber gar nicht, sondern ich habe erst 4 Jahre später gemerkt, dass da wie so eine Art neuer Bruch war im Alter von 5, 26, als ich meine Namensanpassung und dann die deutsche Staatsbürgerschaft bekam. So, ein anderer sehr bekannter Mensch aus der Weltgeschichte ist jemand, dessen Mobiltelefon du zu 40-50% Wahrscheinlichkeit hast, Apple-Produkte oder ein iPhone, Gründer Steve Jobs. Wusstest du, dass Steve Jobs ein überzeugter Verfechter von Numerologie war und bevor er sein Unternehmen Apple gründete, reiste er 2 Jahre zuvor nach Indien, um dort spirituelle Erleuchtung zu erlangen und dort metaphysische Traditionen zu lernen, unter anderem Astrologie, Numerologie. Und Steve Jobs' Geburtstag ist der 24. Februar 1955, Quersumme davon ist die 28. Und wusstest du, dass Steve Jobs, nachdem er knapp 2 Jahre zuvor in Indien war, dann verstanden hat, wie wichtig es ist, sein Leben nach den eigenen Prinzipien aufzubauen? Und so gründete er auch Apple zum Beispiel am 1.4.1976, Quersumme wieder 28. Und jetzt könntest du sagen, naja, irgendwie hat er sich da ein paar Kräuter geraucht in Indien und hat sich irgendwie ein bisschen mit diesen Dingen auseinandergesetzt. Oder aber du könntest dir die Frage stellen, wie kann es sein, dass so viele herausragende, bekannte Persönlichkeiten, zum Beispiel Jim Carrey hat sogar einen Film darüber gemacht, die Zahl 23, Michael Jordan wählte die Trikotnummer 23, ja, Cristiano Ronaldo, der von seiner 7 schwärmte, Michael Jackson, der auf der Innenseite seiner Tanzlederjacke, ja, die er bei den wichtigsten Show-Acts, bei den wichtigsten Bühnen immer angezogen hatte, hatte die Zahl 777. Ja, und Michael Jackson war die Quersumme 7. Joanne K. Rowling, die Autorin von dem erfolgreichsten Buch aus den letzten Jahrzehnten, über 500 Millionen Mal weltweit verkauft, ja, ist eine Anhängerin von Numerologie und hat immer wieder versteckte Zahlen in ihrem Buch versteckt, wenn du Harry Potter schon mal gelesen hast. Sehr, sehr oft ist es auch die 7. Diverse Stars international gesehen, wie die Kardashians, ja, die allesamt inklusive der Mutter alle den Anfangsbuchstaben von ihrem Vornamen mit K haben. Ja, ob Chris, Kylie, Kim, Chloe und. Und der 11. Buchstabe ist der K. Und ich habe vorhin von meiner Schwingung, von der 11 gesprochen. Das heißt, alles hat Frequenzen, alles hat Schwingung. Und die Mutter, ja, Kris Jenner, die diese 5 Töchter zu einfach Millionärinnen gemacht hat, mit all ihrem spirituellen Wissen, was sie zusätzlich bei den eigenen Kindern bewusst gewählt hat, inklusive Vor- und Nachnamen, die Schwingungen und die wichtigsten Ereignisse in ihrem Leben, die sie ganz bewusst danach planen. Jennifer Lopez, Madonna, Kylie Minogue, Cher, ja, die haben alle spirituelles Wissen bezüglich der Zahlen und nutzen das tagtäglich, um ihre Touren zu planen. Wenn sie in die Öffentlichkeit gehen, sie gucken ganz genau, bei welchen Zeitpunkten und Orten nutzen sie welche Zahlen, in welche Wohnungsnummer ziehen sie ein und welche nicht. Sie lesen die ganze Zeit im Außen und nehmen die Botschaften des Universums tagtäglich wahr, während die meisten Menschen da draußen überhaupt nicht mitkriegen, dass da tagtäglich Botschaften in ihr Leben gesandt werden, geschweige denn diese Botschaften denn aktiv dafür zu nutzen, um ihr Leben mit Leichtigkeit aufzubauen. So, jetzt gibt es unterschiedliche Zahlen und diese unterschiedlichen Zahlen, die haben unterschiedliche Bedeutung. Jetzt könntest du dir die Frage stellen, okay, Maxim, was für Bedeutung haben sie? Dafür lade ich dich mal ein, etwas ganz, ganz Simples, ganz, ganz was Einfaches zu machen. Also wir haben jetzt einen nagelneuen Kurs, der heißt Soul Codes, der jetzt in Kürze beginnt. Und um etwas ganz, ganz Einfaches, was jeder hinkriegt, ja, zu zaubern, einfach eine Einladung an dich, einfach mal dein aktuelles Geburtsdatum zu nehmen und daraus einfach eine Quersumme zu bilden. Zum Beispiel, wenn du am 14. März 1982 geboren bist, ja, als Beispiel, dann nimmst du 14,
dann ist 14, 1 plus 4 ist die 5. März ist die dritte Zahl, ne? Also Januar, Februar, März, 1, 2, 3. Dann hast du 14, 5 und dann 1900, was habe ich gerade gesagt? 1996, ne? Dann ist 1 plus 9 plus 9 plus 6 ist dann 25 und 2 plus 5 ist die 7. Okay? Und jetzt zählst du zusammen. 14 ist die Quersumme 5 plus März 3 plus 7 ergibt 15. Und 1 plus 5 ist die Quersumme 6. Das heißt, du brichst dein ganzes Geburtsdatum so lange runter, bis du eine Quersumme davon bekommst. Ausnahmen 11, 22 oder 33. Das sind Meisterzahlen. Die lässt du unverändert. Alles andere brichst du runter, bis du mindestens eine 1 oder 9 bekommst. Okay? Oder vielleicht ein anderes praktisches Beispiel, damit es leichter ist zum Rechnen. Mal angenommen, dein Geburtstag ist am 8.12.1977. Okay? Dann würdest du jetzt die 8 nehmen. 12 ist 1 plus 2 ist 3. Und 1 plus 9 plus 9 plus 7 ist 26. Also 2 plus 6 ist die 8. Und das heißt, jetzt zählst du diese ganzen Summen zusammen. 8 fürs Jahr, 12 ist 1 plus 2 ist die 3, plus das Geburtsdatum. Und dann hast du eine gesamte Quersumme und das ist dann deine Gesamtzahl deines gesamten Geburtstages. Okay? So, jetzt ist die Frage, was bedeuten denn die einzelnen Zahlen und wie kannst du diese zu deinem Vorteil in deinem Alltag anwenden? Also 0 ist keine Zahl, ja, 0 ist der leere Raum, darin geschieht nichts und alles gleichzeitig. 0 ist es das Universum, ja, das heißt, wir kommen alle aus der Leere, wir gehen wieder in die Leere. Aber bei 1 wird es jetzt spannend, ja, die 1, das ist die Zahl Gottes, es werde Licht, ne, am ersten Tag, steht in der Bibel, wurde Licht, ja, und das ist, steht für Erneuerung, Neuanfang. Ein Anfang, Einsicht, ne, steckt das Wörtchen 1 drin. Und das ist die erste Zahl, das ist die Individualität. Das ist, wenn du dir zum Beispiel einen Menschen mit einer Quersumme als 1 vorstellst, dann ist sein Planet die Sonne. Und die Sonne, das ist etwas, was mit dem Sternzeichen übrigens sehr, sehr gut Hand in Hand geht, weil der Planet Sonne ist auch für den Löwen gleichbedeutend. Also so kannst du es vielleicht erklären, ja? Und das heißt, die Eins ist der Beginn eines Lebens und die Einzelpersönlichkeiten sind sehr, sehr oft von Natur aus starke Anführer. Ja, sind sehr, sehr oft starke Persönlichkeiten. Die können sich nur sehr, sehr schwer im Schatten zurückhalten und werden sich meistens bemerkbar machen. Die sind sehr, sehr oft enthusiastisch, impulsiv. Das sind auch sehr erfolgreiche Geschäftsmenschen. Ja, sie möchten vorangehen. Sie haben Großzügigkeit, Stolz, sie werden immer meistens sehr viel Erfolg haben im Außen, weil sie sehr, sehr oft Ideengeber sind und gleichzeitig vorangehen. Also denk mal an Sternzeichen Löwe, ja, vorausgesetzt, du kennst dich ein bisschen mit Astrologie aus. Dein Planet ist die Sonne, wenn du die Quersumme 1 hast, du bist der geborene Anführer und du hast es sehr, sehr leicht, als Autorität voranzukommen. Das heißt, du übernimmst auch sehr tief Verantwortung, wo andere Menschen eher weggucken. Wenn andere Menschen Fragezeichen haben, hast du meistens schon Ausrufezeichen und möchtest unabhängig vorangehen. Du kannst dich sehr, sehr gut selbst motivieren und bist dadurch aber auch oft selbstkritischer. Ja, kannst aber auch andere Menschen sehr, sehr gut kritisieren, weil du genau weißt, wer du bist und was du möchtest. So, das heißt, wenn du aber deine Erfolge hast, dann strahlst du voller Freude, weil du etwas aufgebaut hast oder vielleicht mit Menschen um dich herum etwas aufgebaut hast, was aus deiner Feder geboren ist. Wird. Ja, deswegen bist du auch für Multitasking tendenziell eher sehr gut und kannst auch viele Projekte gleichzeitig jonglieren. Die Einser, die tolerieren auch kaum bis gar nicht Faulheit anderer Menschen, mit denen sie gemeinsam Zeit verbringen. Ja, das heißt, sie müssen stets in Bewegung sein, sie müssen stets tun, erschaffen. Also Stichworte Führung, Individualität, Unabhängigkeit, Selbstbewusstsein, Vorangehen. Ja, diese Menschen tun sich schwer, wenn sie angestellt sind und dort die ganze Zeit nur von A bis Z, von morgens bis abends alles durchgeplant ist und sie gar keinen Einfluss haben. Also man kann auch angestellt sein, aber das sind Menschen, die ihre Freiheit benötigen. Wenn die Quersumme von deinen gesamten Geburtsdaten runtergebrochen eine 2 ist, dann ist es wichtig zu verstehen, dass die 2, wenn du alleine die anschaust, wie die geschrieben wird, dann ist die 2 die gebeugte Körperhaltung, Planet, Mond und Mond steht auch für den Krebs, ja.
Und wenn du Krebs astrologisch dir betrachtest, dann sind es sehr, sehr oft Menschen, die empathisch sind, die sehr, sehr oft dienen. Ja? Zum Beispiel Polarität, hell und dunkel, das ist die 2. Und 2, wenn du den Kopf von der Zahl 2 dir anschaust, die geht so ein bisschen in die Knie und die verbeugt sich. Ja? Sie senkt das Köpfchen. Und das heißt, da sind Menschen, die sehr, sehr oft starke Emotionalität haben. Sie haben die große Gabe, sie können andere Menschen wahnsinnig gut lesen, wahrnehmen. Das heißt, sie sind dafür berufen, mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten und ihnen zu helfen, sich selbst zu erkennen. Ja, sind gleichzeitig sehr familienorientiert, loyal, sensibel, tun sich allerdings sehr schwer, Risiken einzugehen und meistens sind daher vom Typ her eher introvertiert. Sie können sehr, sehr gut vermitteln, ja, weil sie die Perspektiven von unterschiedlichen Menschen fühlen, nicht nur verstehen, sondern emotional fühlen. Gleichzeitig allerdings, wenn du sehr empathisch bist, sehr emotional, dann neigst du dazu, oft Dinge persönlich zu nehmen oder die Probleme, die die 2 oft haben, dass sie auf einer alten Wunde lange sitzen bleiben und dort viel zu oft immer wieder diese Dramen aus der Vergangenheit immer wieder hochholen und immer wieder in diesem energetischen Verlust sind, weil sie schwer vergessen können, weil wenn du emotionaler bist, dann wirst du oft von Gefühlen überrannt und dadurch leidest du oft intensiver und stärker, auch wenn etwas Jahre zurück ist, weil du emotional dich immer noch verbunden fühlst. Das heißt, Stichworte von der 2 sind Partnerschaft, Diplomatie, Sensibilität, ja, Intuition auch sehr, sehr stark, Kooperation, das heißt, der 2er, der arbeitet sehr, sehr gerne, dient dem 1er, der 1er, der Unabhängige, der sein Ding macht, der 2er sagt, was kann ich für dich tun, ja, deswegen haben die 2er auch oft Ästhetik, auch Schönheit, das liegt denen. Wenn deine Quersumme die Zahl 3 ist von deinem Geburtsdatum, dann steht die 3, wenn du jetzt dir 3 Punkte auf Papier vorstellst, erst ist da die 1 auf dem weißen Blatt Papier, dann kommt die 2 und jetzt kommt eine 3 dazu, das ist jetzt plötzlich ein Dreieck. Und die Menschen lebten ja früher in kreativen Stämmen, das heißt, da lebten damals 50, 100, 200, 400 Menschen in einem kreativen Stamm. Und wo hast du mehr Kreativität? Wenn 2 Leute in einem Raum sind oder wenn du in einem kreativen Stamm bist, wo 140 Leute in einem Stamm sind? Natürlich da, wo mehr Menschen sind, weil jeder hat seine eigene Note, jeder nimmt die Welt anders wahr. Und daher ist jetzt bei der Zahl 3 kommt Kreativität dazu. Übrigens, einer unserer Urängste ist es, alleine zu bleiben. Deswegen fürchten wir uns heute immer noch so sehr abgelehnt zu werden, ob in der Öffentlichkeit, wenn jemand unter deinem Instagram-Profilfoto irgendwas Doofes schreibt oder du vor Kollegen vor jemand abgelehnt wirst, weil wir Angst haben, einer unserer natürlichen Urängste aus dem Stamm ausgegrenzt zu werden und nicht mehr dazu zu gehören. Ja? Also damals hast du ja eher überlebt in einem kreativen Stamm mit anderen Menschen, weil sie sich zusammengehalten hatten und zusammenstanden, wenn da wilde Tiere oder Feinde angegriffen haben in der Evolution. So, die Zahl 3, dein Planet ist der Jupiter. Der Planet Jupiter ist gleichzeitig der gleiche Planet von der Zahl 3 wie von dem Sternzeichen Schütze. Die Menschen im Jupiter sind von Natur aus sehr, sehr oft Optimisten. Ja, sie haben positive Grundeinstellung und haben diese unfassbare kreative Ader, die sie permanent ausleben müssen. Ja, das sind oft kreative Maler, Sänger, Musiker, Künstler, Menschen, die etwas Kreatives in die Welt bringen, was mit neuen Ideen Hand in Hand geht. Ja? Und 3er kommunizieren auch sehr, sehr gerne, weil ein Punkt auf dem Blatt Papier, 2. Punkt, da sind nur 2 und wenn jetzt ein 3er dazu kommt, dann kommuniziert er gerne mit den anderen beiden Punkten auf dem Blatt Papier als eine 3 und muss seine Naturtalente, also diese kreative Energie immer wieder nutzen. Wenn der 3er seine kreativen Talente nicht lebt, dann wird er manisch oder unglücklich und hat das Gefühl, die ganze Zeit nicht in seinem Element zu sein, weil er sich nicht entwickelt, weil er sich nicht wächst. Ja. 3er erkennst du auch sehr, sehr oft daran, dass sie oft so dieses Lächeln haben, ja, dieses strahlende Lächeln in den Augen und eine menschenzugängliche, freundliche, optimistische Art und Weise. So, das heißt, die Stichworte von der 3 sind Optimismus, Kreativität, Freude, Interaktion mit anderen Menschen, Leichtigkeit, ja, Expansion, das heißt, es darf kreativ, künstlerisch fließen. Wenn du die Zahl 4 in deiner Quersumme hast, dann steht ja die 4, denk mal daran, Rittersport, quadratisch praktisch gut. Das Fundament eines Hauses hat meistens 4 Ecken. Das steht für Stabilität, ja, 4 Wände.
Fundament, Substanz, vier Jahreszeiten. Ja? Das heißt, Vierer sind von Natur aus, gehören dem Planeten Uranus. Ja? Und zu Uranus gehört die Zahl 4 und zu dem gleichen Planeten Uranus gehört aber auch der Wassermann. Zum Beispiel in China ist die Zahl 4, gilt als Unglückszahl. Wusstest du das? Und deswegen gibt es oft in China keine vierte Etage. Und wenn du aber die Zahl 13, die bei uns in der westlichen Welt als die Unglückszahl gilt, 1 plus 3 ist ja auch die 4. Und 4 steht für Materie. Und die asiatischen Völker, die haben verstanden, dass Materie auch mit der Zeit unglücklich macht. Weil erst bist du unglücklich, weil du noch kein Geld hast oder kein teures Auto, kein Haus hast. Und hinterher bist du unglücklich, weil du Angst hast, es wieder zu verlieren. Deswegen sind die Asiaten schon klüger, weiser. Zum Beispiel in China gilt die Zahl 4 als die Unglückszahl oder bei uns die Zahl 13. Oft gibt es in Flugzeugen die 13. Reihe nicht, weil viele böses Omen denken, ich will mich da nicht reinsetzen, aber wissen gar nicht, 1 plus 3 ist 4 und 4 in China auch unglücklich. Das heißt, dass unbewusst wir schon durch die Numerologie wissen, dass Materie uns auf Dauer nie glücklich machen wird, sondern eher Entsagen der Materie. Ne? Der Weg ist das Ziel, also nicht etwas zu haben, zu besitzen, sondern auf dem Weg zu deinem Ziel wirst du glücklich und nicht nach irgendwelchen vergänglichen Zielen zu rennen. So, was bedeutet jetzt 4 genau? Ja, also, da sind Menschen, die fleißig, da sind mit die fleißigsten Bienen, die es gibt, Schritt für Schritt ihre Karriere planen und vorangehen. Da sind Menschen, die sehr, sehr verantwortungsbewusst sind. Da sind Menschen, die ihren Einsatz dafür nutzen, etwas aufzubauen. Ja? Also sie haben sehr, sehr ungerne Chaos daheim. Da sind Menschen, die zu Hause als Zufluchtsort haben. Ja? Das heißt, wenn sie es schaffen, etwas aufzubauen mit Stabilität, ja, mit Ordnung, praktisches Denken, Struktur, Disziplin und die Möglichkeit bekommen, das, was der Einser zum Beispiel als Idee hat, praktisch runterzubrechen, dann Schritt für Schritt als Plan runterzubrechen, dann zu verfolgen, dann werden diese Menschen immer glücklich sein. Ja, also zum Beispiel Systeme schaffen. Der Einser kommt mit einer Idee, der Zweier sagt, oh, super Idee, wie können wir das umsetzen? Der Dreier sagt, hey, das ist eine mögliche kreative Idee, wie wir die Idee in die Welt bringen. Und der Vierer, der hat schon einen Plan gebaut und dann sagt, so brechen wir das runter. Damit beginnen wir A bis Z, hat alles durchgeplant und geht dann Schritt für Schritt. Aber die Vierer, so wie das Sternzeichen Wassermann, die unterliegen aber gleichzeitig mit dem Uranus. Und das bedeutet, Uranus oder der Wassermann oder die Zahl 4 hat aber auch einen sehr, sehr starken Drang nach Freiheit, was viele Menschen gar nicht wissen. Und wenn du dir die Zahl 4 anschaust, dann sieht das aus wie ein Mensch mit einem Rucksack im Rücken, der den die ganze Zeit trägt. Und das bedeutet, dass viele Vierer oft Gewohnheiten im Leben haben. Und Aristoteles sagte schon, von der Natur her sind alle Menschen gleich, erst ihre Gewohnheiten unterscheiden sie voneinander. Und das heißt, wenn der Vierer gesunde Gewohnheiten hat, ja, gesundes Essen, gute Freunde, Weiterbildung und so weiter, dann wird er bis ans Lebensende diese guten Gewohnheiten aufrechterhalten. Sie werden ihm immer dienen. Wenn der Vierer doofe Angewohnheiten hat oder sich nicht weitergebildet hat und immer nur das tut, was er irgendwann mit Leichtigkeit, ja, nicht keine gute Gewohnheit ist, dann wird er auch bis ans Lebensende so ein bisschen Sklave seiner Gewohnheiten sein. Deswegen die Vierer sollten lernen, sich immer wieder zu hinterfragen, dient das meinem und dem Wohl meiner Allerliebsten? Ja. Die Fünfer, wenn du die Quersumme Nummer 5 hast aus deinem Geburtsdatum oder einer deiner Liebsten, dann ist dein Planet Merkur. Und Merkur steht auch astrologisch für Zwillinge oder Jungfrauen. Ja. Menschen, die die Zahl 5 haben, haben sehr, sehr oft ein sehr lebhaftes Gemüt. Ja. Sie haben, ergreifen sehr, sehr oft Initiative und sind sehr, sehr schnell im Handeln. Ja. Sie lieben es, Freiheit, Spaß, Abenteuer zu haben. Da sind die geborenen Lehrer, Kommunikationstrainer, Kommunikatoren, Politiker, also diejenigen, die anderen etwas kommunikativ nahebringen können. Ja, steht für die Freiheit, zum Beispiel die 5 Finger, die wir haben. Ja, oder jede Zahl, die du mit der 5 multiplizierst, ja, dann bekommst du am Ende, wenn du eine Zahl mit einer ungeraden Zahl multiplizierst, dann bekommst du am Ende immer die 5. Zum Beispiel 5 mal 7, 35. 5 mal 3, 15. Ja, und die 5, die hat
Die Herausforderung, die steht wortwörtlich zwischen diesen beiden Welten. 1, 2, 3, 4, dann kommt die 5 und dann kommen 6, 7, 8, 9. Also links und rechts davon sind vier Zahlen und die 5 steht genau in der Mitte. Und aufgrund dessen sind Fünfer sehr, sehr oft auch ambivalente Persönlichkeiten, weil die tun sich so ein bisschen schwer herauszufinden, was sollen sie tun. Wenn du deine 5 positiv lebst, dann bist du jemand, der gerne lernt und das Ganze sofort praktisch umsetzt. Wenn du deine 5 nicht positiv lebst, dann bist du jemand, der Hansdampf in allen Gassen, dann probierst du das eine, dann brichst du ab, dann probierst du ein neues Studium, dann brichst du das ab, dann versuchst du den nächsten Job. Nach einer kurzen Zeit spürst du es doch nicht. Dann machst du dann Coaching, ja, und dann merkst du, okay, Coaching doch nicht oder in einem anderen Bereich, als du vorher gedacht hast. Und da sind Menschen, die oft vom Blümchen zum Blümchen weiterfliegen und sich gleichzeitig sehr, sehr oft in ihren Beziehungen zum Beispiel gefangen fühlen. Ja, also das heißt, wenn du mit einem Fünfer in einer Beziehung bist oder selber ein Fünfer bist, dann brauchst du immer wieder Freiraum und darfst dich nicht eingeengt fühlen in deinen Beziehungen. Fünfer kommen auch sehr, sehr oft zu spät, notorische zu spät kommen, weil sie das Gefühl haben, naja, ich verpasse sonst etwas, wenn ich jetzt pünktlich da bin. Das schwingt nicht mit der Zahl 5, geht nicht Hand in Hand in Harmonie. Also Stichworte der 5, Kommunikation, Abenteuer, Vielseitigkeit, Flexibilität, Freiheit. Ja, also raus in die Welt, entdecken. Die fühlen sich schrecklich, wenn sie die ganze Zeit von morgens bis abends am gleichen Job hocken müssen und das für die nächsten 40, 50 Jahre, bis sie dann irgendwann in die Rente dürfen. Die 6er. Wenn du die Quersumme oder eine deiner Liebsten als 6 hast, ja, dann ist dein Planet die Venus. So, und Venus ist bei den Sternzeichen, steht auch für Stier oder für die Waage. Und Venus steht für Sinnlichkeit. Ja, das heißt, Menschen, die eine Zahl 6 haben, sie haben sehr, sehr oft einen riesengroßen Anhänger-Clan. Ja? Also diese Menschen, die fühlen sich wirklich geliebt von den Menschen, die um sich herum sind, weil die so eine liebevolle Art haben. Ja? Also Männer, die eine 6 haben, sind oft retten Mädchen in Not. Oder Frauen, die eine 6 haben, als Quersumme, das sind sehr, sehr oft diejenigen, die ihren Partner auch bemuttern als wie einen kleinen Jungen, die haben das Gefühl von, geht's dir gut, brauchst du zu essen, geht's dir gut. Also das sind so geborene Familienmenschen oder wenn sie auf der Arbeit sind, dann haben sie ihre liebsten Kollegen, mit denen sie sehr, sehr viel Zeit verbringen, mit denen sie kommunizieren, mit denen sie sehr viel Aufmerksamkeit und liebevolle Kommunikation haben, um das Gefühl zu haben, dass ihren Liebsten es wirklich gut geht. Ja? Sie haben neigen manchmal dazu, Menschen auf ein Podest zu stellen und die dann früher oder später dann umfallen müssen, weil die Sechser so ihre Liebsten einfach sagen, du bist perfekt, du bist großartig, ja. Und die Stichworte der Sechs sind zum Beispiel Harmonie, Liebe, Familie, Schönheit, ja. Die haben leider auch oft den Hang zu Perfektionismus. Sechs steht auch für Luxus, aber auch für Sexualität. Aber die Sechser, die haben sehr, sehr oft diesen pedantischen Anspruch, dieses perfektionistische, wie etwas zu sein hat und verlieren sich manchmal in diesem perfektionistischen Leistungsprinzip, bis sie dann irgendwann dann umkippen. Wie so ein arbeitswilliger Stier zum Beispiel, auch Planet Venus. Die Zahl 7, ja, in der Bibel steht schon oft geschrieben, am 7. Tag erschuf Gott quasi an all den 7 Tagen und dann ruhte der Herr am 7. Tag die 7 Chakras im 7. Himmel. Die Regenbogenfarben sind 7 Stück, ja, 7 als Glückszahl. Und wenn du dir die Zahl 7 als Bild anschaust, dann ist die 7 oben ein bisschen gedeckelt. Ja? Und das ist gleichzeitig so ein großer Hybris von der 7. Sie hat stets das Gefühl, diesen Deckel wegbrechen zu wollen. Und deswegen möchte die 7 unbedingt wachsen. Die 7er, Die lieben es, Mysterien dieser Welt zu entdecken. Alles, was es zuvor noch Unentdecktes gibt, müssen sie jagen. Ja? Das heißt, sie lieben das Geheimnisvolle aus dieser Welt zu entdecken, indem sie entweder als Anwälte, Detektive, Wissenschaftler werden, die irgendetwas in der Medizin versuchen, Bahnbrechendes zu entwickeln, zu entdecken, aus der Natur kennenzulernen. Oder aber die gehen nicht den rationalen Weg, sondern die 7er gehen den Weg der Spiritualität und werden sehr, sehr oft medial begabte Menschen, die sehr hellfühlend, hellwissend sind und das Gefühl haben,
etwas zu entdecken, was zuvor noch niemand verstanden hat und das auch der Welt zu hinterlassen. Also sie fühlen sich magisch angezogen von Unentdecktem. Ja? Die Sieben haben den Planeten Neptun und Neptun ist astrologisch gesehen auch die Fische. Das heißt, die sind entweder sehr spirituell oder haben den Hang zu religiösen Dingen. Sie sind auch anfällig für Glücksspiele, die Siebener. Ja, gleichzeitig schmilzt das Geld so ein bisschen wortwörtlich in ihren Händen, weil es ihnen gar nicht so wichtig ist, sondern die Sieben, die lieben es, Geheimnisse zu entdecken, Mysterien dieser Welt, aber auch gleichzeitig, die haben den Hang, diese Geheimnisse, nachdem sie die entdeckt haben, auch der Welt zu hinterlassen. Die Siebener, die verschenken nicht ganz so leicht Vertrauen, aber wenn du ihr Vertrauen gewinnst, ja, dann halten sie auch zu dir. Und sie haben auch den Hang dazu, wenn sie nicht ganz glücklich sind, durch Alkohol, Drogen, Arbeit, Geografie, sich komplett in den Dingen zu verlieren. Ja? Also das heißt, wenn Menschen, die Sieben haben, nicht mehr wachsen, dann bricht alles zusammen, was sie zuvor aufgebaut haben, weil sie plötzlich nicht der Zahl Sieben adäquat im Wachstum, im Dazulernen dieser Energiefrequenz der Zahl Sieben enthalten sind, sondern dass sie plötzlich die Sieben nicht mehr leben, die sie angeboren bekommen haben. Und dann sagt dann ihre Zahl, okay, jetzt bringe ich dich quasi, es stürzt wieder alles ein, damit du wieder weiter lernen und wachsen kannst, weil es dein Naturell, dein Element ist. Die Zahl 8 steht für den Planeten Saturn. Ja, auch der Steinbock ist auch die Zahl 8. Und wenn du die Zahl 8 mal hinlegst, dann ist es die Zahl der Ewigkeit. Und das hat diese zwei Kreise links und rechts. Und deswegen die Zahl des Geldes auch oft genannt. Ja, aber, großes Aber, du kannst nur Geld bekommen auf der einen Seite, wenn du den anderen Aspekt, also Harmonie, der Materie entsagen, Bewusstsein, Spiritualität, also wenn du das beides Hand in Hand in Balance bringst. Viele Achter, die sind sehr ungeduldig, die wollen alles und sofort. Oder aber das andere Problem, was die Achter haben, wenn sie sich zu kleine Ziele setzen, auch finanziell gesehen, dann wird es auch nicht funktionieren, weil die Zahl 8, ne, hingelegt die Ewigkeit, sie hat das größte Potenzial, um wirklich große Geldsummen anzuhäufen und zu Geld zu kommen. Ja. Unter keinem anderen Zahl gibt es so oft Missverständnisse. Die Achte sind sehr, sehr oft immer wieder einsam und sie fühlen sich meistens unsicher, wenn sie noch keinen Weg gefunden haben, finanzielle Sicherheit zu erlangen. Ja, für die Achtermenschen ist es meistens schwierig, Ratschläge anderer anzunehmen, weil sie müssen meistens selbst das Gefühl haben, es entschieden zu haben und nicht jemand anderes ihnen etwas erzählt hat. Gleichzeitig sind die Achter auch sehr, sehr oft sehr geradlinig, sehr ehrlich und dadurch wirken sie manchmal verletzend auf ihr Umfeld. Ja, das heißt, sie wollen eigentlich nur ehrlich sein, erscheinen dadurch aber meist manchmal unsensibel, weil sie die Zunge wortwörtlich auf den das Herz auf der Zunge haben und ihre Wahrheit sehr sprechen. Das heißt, die Zahl 8 steht für solche Stichworte wie Macht, Geld, Autorität, Materialismus, ja, und dann etwas aufbauen, ein Imperium, ein Strippenzieher im Hintergrund, der ein riesengroßes, weltweites Unternehmen aufbaut und ein System schafft und damit nebenbei sehr, sehr viel Geld und Erfolg bekommt. Das heißt, wenn die Zahlen 8er Menschen nicht nach großen Zielen streben, sondern nach kleinen, dann wird das nicht funktionieren, weil die Achter müssen in die Größe gehen. Ja? Die Zahl 8 steht auch für Macht oder auf der anderen Seite Ohnmacht. Und das heißt, wenn die Achter keinen Erfolg haben, weil sie nach kleinen Zielen streben, dann gehen sie in die Ohnmacht und dann sagen sie, ach, ich konnte ja nichts dafür oder die Voraussetzungen waren einfach nicht so günstig und dann schieben sie so ein bisschen die Verantwortung nach außen. Ja? Nicht tun, sondern von Anfang an dir deiner Frequenz bewusst sein und nach großen Zielen streben. Und jetzt das Finale, die Neuner. 9 ist die letzte Zahl, 1 ist der Beginner, 9 ist jemand, der abschließt. Ja? Und Neuner sehen sehr, sehr oft Weise, sehr, sehr oft alte Seelen, die bereits schon zuvor den ganzen Zyklus durchlaufen haben und dann am Ende sich sagen, ich will jetzt die 9 sein in diesem Leben, um all die unbewussten Erfahrungen, die in dem Unterbewusstsein abgespeichert worden sind, in diesem Leben bewusst zu nutzen, aber nicht für sich, sondern für andere Menschen. Das heißt, das sind sehr, sehr oft Menschenfreunde, die Menschen, die humanitär arbeiten, die den anderen selbstlos dienen wollen, sehr, sehr oft auch sehr, sehr gute Heiler. Ja, also Menschen,
die durch Nächstenliebe anderen Menschen in ihrem Leid helfen, den Weg zu erkennen und mit Leichtigkeit den Weg zu gehen. Das große Problem, was die Neuner oft haben, sie wollen helfen und zwar selbstlos und helfen auch oft denjenigen, die gar nicht ihre Hilfe verstehen oder annehmen können. Und dadurch fühlen sich die Neuner oft unverstanden und auch sehr oft einsam, weil sie denken irgendwie so, Mann, wieso machen die sich das Leben oft so schwer? Es geht doch so viel einfacher. Ja, der Planet von der Zahl 9 ist Mars und Mars ist auch gleichzeitig der Planet vom Sternzeichen Widder. Ja, das heißt, sie sind bereit, sehr, sehr oft alleine loszuziehen und anderen Menschen zu helfen, haben sehr, sehr starke Energie, aber gleichzeitig diesen abschließenden Gedanken, weil nach 9 kommt nichts mehr und wollen anderen Menschen selbstlos dienen, Inspiration sein und humanitäre, wohltuende Organisationen, Veranstaltungen treten dem bei, um Menschen zu unterstützen, wirklich in ihre Größe, in ihre Meisterschaft zu kommen und dadurch ein leichteres, ein entspannteres Leben zu erlangen. Und weißt du, wenn wir uns die großen Persönlichkeiten der Weltgeschichte anschauen, dann sagt er zum Beispiel Goethe so etwas wie, dein Leben beginnt erst dann, sobald du dir selbst vertraust. Oder Champagne, ich glaube, dass wir in eine Welt hineingeboren werden, in der sich niemand die Zeit nimmt, der zu werden, der wirklich ist. Und all die Menschen, die nicht sie selbst sind, verletzen die wenigen Menschen, die sich diese Zeit nehmen. Oscar Wilde sagte sowas wie, das Leben ist das Seltenste, was es gibt in der Welt. Die meisten Menschen existieren nur. Und ich glaube, dass der Hauptgrund, warum so viele Menschen unglücklich in ihrem Job sind, und die Gallup-Studie belegt seit Jahren, Jahrzehnten, dass 85 von 100 Menschen da draußen überhaupt nicht lieben, was sie tagtäglich tun. Es gibt die Gruppe A, sind 15%, die hassen wortwörtlich ihren Job und machen das nur wegen Geld. Die Gruppe 2 sind 70%, die machen nur Dienst nach Vorschrift, weil sie Geld bekommen. Und erst die dritte Gruppe, ebenfalls 15%, würden auch den Job dann tun, wenn es kein Geld dafür gäbe, weil sie es emotional lieben. Und wenn wir uns bewusst machen, dass 85 von 100 Menschen heutzutage nicht lieben, was sie tagtäglich tun, wie willst du denn jemals erfolgreich werden? Stell dir mal vor, du entscheidest dich, Pablo Picasso sagte ja, unter den Menschen gibt es mehr Kopien als Originale. Und jetzt sagst du, okay, was wird denn gut bezahlt? Und dann sagst du, ja, Fußballer, die verdienen Millionen. Und dann sagst du, gut, dann werde ich jetzt Fußballer. Und selbst wenn du jetzt, sagen wir mal, 6, 7, 8, 9 Jahre alt wärst und du würdest jetzt dich entscheiden, Fußballer zu werden, und mal angenommen, deine angeborenen Talente, die durch deine Numerologie-Daten lesen, erkennen kannst, sind bezüglich Sportlerkarriere irgendwie bei -4, dann könntest du jetzt 10 Jahre lang investieren an Zeit und dann würdest du nach 10 Jahren vielleicht 0, 1 oder 2, also absolut durchschnittlich sein. Im Vergleich dazu, wenn du angeborene Talente hättest fürs Kreative und du wärst dort von 1 bis 10 bereits bei Level 5 oder 6, dann könntest du in den gleichen 10 Jahren beim Level 8, 9 oder 10 ankommen, einfach nur, weil du von Anfang an auf deine Stärken gesetzt hast. Oder in Worten von Einstein, wer seiner eigenen Sache untreu wird, kann nicht erwarten, dass ihn andere Menschen wertschätzen oder respektieren. Einstein sagte ja, wenn du einen Fisch danach bemisst, ob er einen Baum hinaufklettern kann, dann lebt er sein Leben lang im Glauben, er wäre dumm. Und wenn wir uns zum Beispiel anschauen, jeder Mensch in der westlichen Welt hat heutzutage so etwas wie einen Personalausweis, wobei die Frage, die ich mir stelle, ist, von wem Personal bist du? Und bei deiner Geburt bekommst du einen Vor- und einen Nachnamen, du bekommst eine Nationalität verpasst, sehr, sehr oft eine Religion und auch eine Personalausweisnummer. Und das noch bevor du ein einziges Wort sprechen kannst. Und so landen wir in dieser westlichen Welt sehr, sehr oft in einem System. Wir gehen dann irgendwann zur Schule, machen meistens irgendetwas, was unsere Eltern uns schon vorgegaukelt haben, was wir zu werden haben. Wobei in der Schule geht es um Ressourcenausbeutung und nicht Potenzialentfaltung. Keiner fragt, was sind deine angeborenen Gaben, Fähigkeiten und Talente, sondern du wirst in eine Box gepresst und danach gehst du in die nächste Box namens Beruf und da versuchst du möglichst sicher durchzukommen. Und am Ende unseres Lebens haben wir so viel Lebenszeit, Energie gelassen, um irgendwas im Außen zu tun, was überhaupt nicht unserem Inneren entspricht. Und die meisten Menschen spüren in ihrem Leben, dass wenn sie etwas beruflich tun, was mit ihnen nicht Hand in Hand geht, dass etwas nicht stimmt. Und je mehr du sagst oder je mehr deine Seele sagt, das ist der Weg, aber dein lauter Kopf sagt, nein, ich gehe den anderen Weg, weil es möglichst sicher ist oder finanziell lukrativ ist, umso mehr wirst du beginnen zu leiden und gegen deine Seele zu arbeiten. Und deine Seele ist die wichtigste Ratgeberin.
Und das ist der Grund, warum viele älteren Menschen immer mehr spüren und jetzt in der Zeit von Schwingungserhöhung auf der Erde, dass sie aus diesem Hamsterrad, diesem System immer mehr ausbrechen wollen. Und viele junge Menschen wollen erst gar nicht in diesem System landen und wollen erst gar nicht hinein. Und ich glaube, dass eines Tages wird dich die Welt fragen, wer du wirklich bist. Und wenn du darauf keine Antwort hast, dann wird dir die Welt sagen, wer du zu sein hast. Und genau aus diesem Grund habe ich jetzt die große Freude, nach Jahren endlich ein Programm zu verkünden, was jetzt live stattfinden wird. Das heißt Soul Codes, wie du deine Gaben, Potenziale, Fähigkeiten, verborgenen Talente entdeckst und die täglichen Botschaften des Universums, also Frequenzen, Schwingungen, Energien, die in Form von Zahlen und Buchstaben sich tagtäglich offenbaren, in dein Leben lesen und anwenden kannst. Und mit diesem Programm Soul Codes, das geht insgesamt über 4 Wochen, bekommst du mich als deinen persönlichen Mentor, wo wir alles, was du an Zahlen, Gaben, Fähigkeiten, Talenten durch deinen Namen, Vornamen, das sind unterschiedliche Sessions, also wir werden insgesamt 6 Sessions miteinander zusammenarbeiten, wo du die besten Modelle, Ideen und klare Anweisungsstrategien bekommst, um endlich all das Potenzial, was in dir schlummert, was auf der Seelenebene mitgebracht ist, freizulegen. Weil die meisten Menschen, die keinen Erfolg haben, das sind diejenigen, die die ganze Zeit sagen, erst wenn ich das habe, dann werde ich glücklich sein. Und die arbeiten von haben, machen und dann sein. Und die wirklich die Genies aller Zeiten waren, die wirklich Herausragendes geleistet haben, die wussten, es geht immer von sein, also deine Identität, wer bist du wirklich auf der Seelenebene, dann machen und dann wirst du ganz nebenbei all das bekommen, wer du wirklich bist. Und das geht nur, wenn du in deiner Schwingung, in deiner Frequenz dein Leben auf ein solides Fundament aufbaust und entschlossen deinen Weg gehst. Und wenn du Lust hast, bei diesem Live-Programm dabei zu sein, dann findest du unter maximmankiewicz.com alle Infos. Ich würde mich sehr über dich freuen und wünsche dir einen wundervollen Tag voller Liebe, Weisheit und Kraft.